Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kirby Planet Robobots. Im letzten Part haben wir noch Welt 2 abgeschlossen, indem wir dort noch das Extra-Level gespielt haben. Und heute soll es losgehen mit Welt 3 der bildschönen Brandung und dort fangen wir auch gleich mal an mit dem ersten Level. Hi! So, ich freue mich schon, jetzt gibt's offenbar auch ein bisschen Unterwasser-Action, endlich mal. Bin ich schon gespannt, wie es genau ablaufen wird. Da ist erstmal der Kämpfer, holen wir uns gleich mal. Nein, ach, du blöder Dreckskerl, hey, komm her. So, hat der Kämpfer auch irgendeine besondere Fähigkeit unter Wasser eigentlich? Das haben ja ein paar, oder einen bestimmten Move, meine ich. Das haben ja ein paar Fähigkeiten, aber offenbar nicht. Ja, übrigens, ich muss ja noch viel mehr machen, weil ich habe hier nämlich von dem Kämpfer noch nicht wirklich viele, ja, noch nicht wirklich viele Moves eingesetzt. Und da gibt es noch so viele, die ich noch ganz gerne da einsetzen wollen würde. Vor allem hier das ganze, ja, hier die ganzen Feuerball-Dinger, die habe ich schon eingesetzt. Aber hier das ganze Greifzeug. Daneben einem Gegner in der Luft B, nahe einem Gegner oben B, Gegner greifen und dann B oder Gegner greifen und rechts oben und Gegner greifen und links unten. Der Meisterwurf. Den Meisterwurf würde ich gerne mal machen, weil das ist, glaube ich, ganz cool. Also nahe einem Gegner rechts oben und B und dann noch links unten oder so. Okay. Wann bist du auch ein neuer Gegner eigentlich gewesen? Was war das für ein... Also, ein neuer Gegner, ja. Aber gibst du mir auch eine Fähigkeit? Ich weiß nicht genau. Und, aber genau, unter Wasser ist es so, dass ich da meine Fähigkeiten wieder verliere. Und dass der Kirby halt nur eine Taucherbrille bekommt und dass er hier so Wasserblasen nach vorne pusten kann. Mit denen ich, glaube ich, ja, Gegnern schon auch Schaden machen kann, genau. Aber die meisten Fähigkeiten, die wirken eben unter Wasser nicht mehr. Ein paar schon, weil zum Beispiel mit der, ich glaube, mit der Schwertfähigkeit oder so, kann ich ja, glaube ich, unter Wasser auch etwas machen. Es gibt, glaube ich, noch ein paar weitere Fähigkeiten, wo ich auch noch unter Wasser etwas machen kann. Aber die meisten Fähigkeiten verlieren jeglichen Effekt, wenn ich unter Wasser gehe. Wo ich natürlich dann auch ein bisschen aufpassen muss. Klar, okay. Was macht der Kollege da jetzt eigentlich? Ah, unten B ist er auch was, genau. Ich kill den mal, den Typen da, der nervt mich gerade. Bam und bam und bam. Alter, der hat richtig eine mitbekommen, der Arme. Tut mir auch schon fast ein bisschen leid. Ist da oben eigentlich irgendwas? Nein, okay, dann gehen wir wieder, tauchen wir wieder ab und machen hier ein bisschen weiter. So, und was willst du? Hilfe, lass mich, Kollege, lass mich in Ruhe. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich bin nur ein friedlicher kleiner Kirby. Und will hier nur durch die Gegend. Naja, durch die Gegend fliegen. Okay, ja, hier ist erstmal ein Sticker. Und da unten ist aber bestimmt auch noch irgendwas, oder? Nee, nicht mal. Okay, das ist interessant. Oben ist der Sticker gewesen. Obwohl der Weg unten sogar schwieriger war, weil ich dann dem einen Typen ausweichen musste. Sehr interessant. Warum verfolgt mich der Typ eigentlich? Lass mich mal in Ruhe, bitte, Kollege. So, okay. Dann dich will ich auch schnell töten. Ich will aber ganz gerne jetzt noch die ganzen Griffdinger ausprobieren, aber ich komme nicht dazu, weil hier es keine wirklichen Gegner gibt. Also doch schon halt unter Wasser welche. Aber an Land gibt es keine, außer die einen Typen da, die mich aus dem, also der Oktopus da, der mich aus dem Hintergrund beschießt. Aber ich würde ganz gerne noch normale Gegner auch hier haben, dass ich noch diese ganzen Wurf- und Griffattacken noch testen kann. Aber habe ich offenbar nicht arg viel Glück. Aber es gibt doch auch was, wo ich in der Luft was machen kann, ne? Das gab es doch auch irgendwo. Neben Gegnern in der Luft B drücken ist der Salto Kick. Okay, warte mal. Ja, das, ich weiß nicht, ob das als Luftgegner zählt. Ich bin auf jeden Fall in der Luft, wenn ich es einsetze. Ja, einfach draufspringen ist jetzt aber nicht so cool, Kirby. Ja, ich glaube, das war sogar das Salto-Kick. Okay. Also das kann ich in der Luft eben auch noch machen, die mit so einem Salto-Kick da nach oben hieven. Okay, alles klar. So eine Banane ist hier. Das habe ich jetzt gerade voll an DK, also an Donkey Kong erinnert. An Donkey Kong Country Returns zum Beispiel. Da, ich habe jetzt echt gedacht, kurz, ich wäre da und würde jetzt irgendwie, müsste die Bananen sammeln und müsste dann 5 von denen bekommen oder so. Und, plötzlich nicht 5 von denen, sondern halt 100 von denen bekommen, dann würde ich irgendwie Leben bekommen oder so. Habe ich gerade echt gedacht. Keine Ahnung. So. Ich hätte auch gerade wechseln können auf Gift oder auf Schwert, ja, aber ich will es erstmal mit dem Kämpfer weitermachen, weil ich will das noch ganz gerne mit dem Griff austesten. Ich meine, Schwert können wir natürlich auch nehmen, weil mit dem Schwert gibt es ja noch bei, ja, ist es ja noch so, dass es hier eben noch irgendwie noch einen besonderen Move gibt oder so, wenn ich im Wasser bin. Aber hier ist erstmal ein Boss, der Block hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dem auch funktioniert, ob das jetzt wirklich klappt. Nah im Gegner, oben rechts und B. Klappt das gegen Bosse auch? Ja, wartet mal, Moment. Ja, du Arsch. Nee, gegen Bosse klappt es nicht. Ja, das haben wir schon fast gedacht, okay. Weil ich muss die ja schmeißen durch die Gegend, das kann ich gegen Bosser nicht machen, na gut. Mach ich halt hier meine. Ja, nee, ich will nicht nach unten gehen, Kirby. Mach ich halt hier meine Instant-Feuerbälle, wenn ich es denn hinkriegen würde. Na, warum schaffe ich das eigentlich nie? Ja, die Instant-Feuerbälle, die würde ich eigentlich ganz gerne noch ein bisschen besser drauf haben. Aber ich kann die da noch nicht wirklich gut. Bin ich jetzt blöd? Warum klappt's denn jetzt nicht? Hallo, mach ich sie wieder falsch? Warte mal. Mann, ich hasse dich, du Idiot. Ich muss nach unten und dann nach rechts und dann B, oder? Unten und rechts und erst B gedrückt halten. Ja, okay, das war der Fehler. Ah, okay, und schon mal. Ja, okay, alles klar, gut. Dann B gedrückt halten. Ja, okay, und schon klappt's viel besser. Okay, alles klar. Ja, die ist mega episch. Also, der Kämpfer ist wirklich eine der besten Fähigkeiten. Allein hier wegen dem Instant-Mega-Ultra-Feuerball. Da kann man echt ziemlich abgehen und dann Gegner total platt machen und sehr einfach damit platt machen, auf jeden Fall. Okay, so, und stirb. Ich will von dem die Face-Fähigkeit bekommen, aber will ich jetzt gar nicht haben. Ich will noch beim Kämpfer bleiben. Deswegen darf es gerne explodieren. Ich will noch beim Kämpfer bleiben, weil ich will es mit dem Griffzeug noch ausprobieren, aber ich komme leider nicht dazu. Das ist echt ärgerlich. So, ich will noch nicht in die Kanone rein. Ich will noch gucken, ob hier noch was anderes irgendwo ist. Wo würden die mich hinschießen? Da hätte ich jetzt einfach die ganzen Gegner da töten können, ja. Aber trotzdem.
Aber hier ist eh nichts mehr, okay. So, bisher haben wir noch gar nichts gefunden. Ich hoffe, das wird sich jetzt da noch ändern. Und ich hoffe, dass ich verdammt mal das gleich austesten darf. Danke. So, okay. Jetzt nochmal kurz. Ich vergesse es immer wieder. Oben rechts und B war es, glaube ich, ne? Genau, oder halt oben links und B, je nachdem, wie ich stehe. Also oben links und B. Nee. Warum klappt es nicht? Oben nah im Gegner. Ich weiß nicht, ob das auf schiefen Ebenen vielleicht nicht geht oder so. Oder ob ich jetzt einfach nicht nah, nah genug dran stand oder so, kann auch sein. Ja, aber, ach Mann, ey. Wie ich das hasse, wenn ich immer, wenn ich nah im Gegner stehen muss, aber dann in sie reinlaufe, rutscht der, ja, der Stein rutscht auch nach unten. Das ist auch interessant, okay. Der macht es genauso wie auch ich selber quasi. Was macht denn der alles? Was tut, ja, ich meine, ja, hier wäre jetzt natürlich die Steinfähigkeit extrem von Vorteil, wenn ich hier einfach alles sofort umbringen könnte, wenn ich hier nach unten rutsche. Also eigentlich soll ich den Boss schon aufgefressen haben, ja. Aber habe ich jetzt halt leider nicht gemacht, weil ich hier die Kämpferfähigkeit noch ein bisschen mehr austesten will. Aber dafür werde ich bestraft sogar so irgendwie. Weil das wäre ich auf jeden Fall mit dem Felsen deutlich einfacher. Ja, was ist eigentlich hier unten jetzt? Ist das der richtige Weg? Ja, ich glaube schon. Okay, dann ist da oben wahrscheinlich Bonus. Dann bam. Aber das ist natürlich auch ganz cool. Hier der Spurtangriff. Yay, der ist ziemlich cool auf jeden Fall. So. Als erstes noch hier oben gucken, weil hier ist wahrscheinlich auch noch was. Der hätte mir wahrscheinlich auch die Kämpferfähigkeit gegeben oder so vielleicht. Oder vielleicht auch gar nichts. Der Typ, keine Ahnung. Mach mal hier auf. Und hier ist hoffentlich der erste Roboblock. Es ist der erste. Okay, alles klar. Gut. So, jetzt haben wir eigentlich hier einige Gegner gehabt, aber es hat irgendwie trotzdem nicht geklappt, dass ich hier mein Greif- und Wurfgedöns machen konnte, was ich sehr schade finde. Ich hoffe, wie gesagt, immer noch, dass ich das irgendwie noch jetzt dann gleich in dem Level irgendwo gleich einsetzen kann, würde ich nämlich echt noch ganz gerne machen. So, aber erstmal gehen wir dann jetzt hier rein, so. Aber wahrscheinlich geht es jetzt gleich unter Wasser weiter, denke ich mal. Genau. Und jetzt haben wir die paar Fische, aber da oben dürften jetzt ein paar weitere normale Gegner rumlaufen. Okay, so jetzt aber gegen dich will ich das machen. So, bitte. Lass jetzt funktionieren. Nein, wartet, Moment. Oder gegen dich. Warum denn? Warum schaffe ich das? Bin ich blöd? Warum schaffe ich das denn eigentlich nicht? Mache ich irgendwas falsch? Gibt's noch immer nicht. Das regt mich jetzt auf. Nahe einem Gegner oben rechts und B drücken. Habe ich doch gemacht. Ich mache es mal mit Steuerkreuz. Vielleicht klappt es dann besser. Nee. Aber irgendwie. Ich weiß nicht. Hey, mach ich doch. Hey, ich verstehe das nicht. Ich meine, ich mach das. Aber das Spiel meint, nein, ich mach's nicht. Na gut. Dann halt erstmal Roboter-Action hier. Ich bin zu blöd dafür. Tut mir leid. Ich krieg's nicht hin. Was soll ich machen? Ja, erstmal hier mit dem Feuer ein bisschen abgehen. Hui, alles wegbrutzeln. Warum nicht? Und diese Kanone hier kann ich anheben. Okay. Und die muss ich... die muss ich nicht hier hinsetzen. Ich glaube, die muss ich ans Ende wahrscheinlich von der Lunte setzen. Hier hin nämlich, genau. Sondern dann hier schießen, also halt das erstmal die Lunte entzünden. So, okay. Und ich schau mal, nein, ach du Arsch, jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich schau mal, wo das jetzt hinschießt überhaupt, das Ding, die Kanone. Oder, Herz jetzt geschossen? Nee. Hä, wieso nicht? Hä, ich dachte, das würde jetzt schießen. Oder? Hä? Hat es jetzt geschossen oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Hä, bin ich jetzt aber verwirrt. Ich dachte, ich muss es hier hinsetzen. Muss ich es mal anders hinsetzen? Ich mach's jetzt mal nochmal einfach. Also hier entzünden. Wir schauen jetzt nochmal genau zu, was passiert. Und dann. Okay, das Ding. Okay, ich hab keine Munition. Okay. Das heißt, ich muss auch noch irgendwo Munition hier finden, oder wie? Wo ich das dann laden kann. Das ist eine Kanonenkugel halt. Oder wie? Hm, das ist ja interessant. Finde ich die noch hier? Ja, weil da will ich nämlich nach oben. Ah, ich komme auch schon nach oben. Oder? Aber das One-Up kriege ich nicht. Hä? Achso, ah doch, okay, ja doch, okay, okay. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Warte mal nochmal. Ich will erstmal dich töten. So, ich will. Hör auf zu nerven jetzt. Stirb mal. So. Ich will das hier aktivieren. Jetzt will ich in die Kanone rein, glaube ich, ne? Ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. So. Und. Hui! Bam! Und wir kommen zum Leben. Okay, so ist es gedacht. Alles klärchen, verstanden. So, ein weiterer Roboblock da hinten, den ich unbedingt haben will, um jeden Preis. So, mach mal auf hier. Da ist ein Stern, ja. Gehen wir auch da mal rein. Und ich muss jetzt gleich... Okay, ich muss wieder irgendwas richtig machen gleich. Ich will mich nach links schießen lassen. Okay. Ja. Das ist ja eigentlich einfach, oder? Hier kann man ja nicht arg viel falsch machen, hoffe ich jetzt mal. Also, ich kann immer was falsch machen. Ja, aber ich hoffe mal, ich mache es jetzt hier richtig, ne? Hier hinsetzen. Halt, bam. Dann hier anzünden, reingehen. Da komm, geh rein. Und... Hui! Da-da-da-dum. Yay, und der Weg ist frei. Gut. Jetzt zum Gordo will ich nicht, weil will ich hier nur Schaden nehmen. Deswegen, das lasse ich mal. Und ja, passt. Okay. So, seltener Sticker fehlt noch und der dritte Roblock. Ich hoffe, wir werden das noch alles finden hier, während wir im Roboteranzug sind. Jetzt kommt auch mal der Krake hier in den Weg, den wir jetzt auch mal umbringen können hier als Roboter. Das ist natürlich ziemlich cool. So, du darfst gerne nochmal herkommen, Kollege. Und der ist direkt in mein Feuer reingelaufen, aber er ist nicht gestorben, leider. Ach du Arsch. Er ist nicht gestorben, leider. Aber ich will ihn trotzdem noch umbringen, weil ich den hasse. Komm mal her.
Ja, komm. Sehr schön. Und verbrutzle, elendig. Mann, das gibt's nicht, wie wir diese kleinen, ekligen Fische da immer treffen können. Obwohl ich hier in meinem mächtigen Kampfanzug bin, hey. Gibt's doch nicht. So, du darfst auch mal sterben. Ja, ich hätte mir die Schwertfähigkeit vielleicht nehmen können, aber die haben wir auch schon gesehen, deswegen passt schon. Und da hinten ist der letzte Rohblock übrigens, den ich natürlich auch wieder unbedingt haben will. Ich denke mal, der Roboter kann jetzt nicht schwimmen, behaupte ich mal. Also ich muss wahrscheinlich dann gleich wieder aussteigen. Das denke ich mir jetzt einfach mal zumindest. So. Und wird bestimmt dann gleich jede Sekunde schon kommen, dass ich hier aussteigen muss. Erstmal, ja, da komme ich nicht mehr, ja, genau, da komme ich jetzt nämlich nicht mehr durch, leider. Aber ist hier rechts noch was? Ich kann ja nach rechts auch noch weitergehen. Oder ist das rechts hier nur Bonus? Blödsinn, nicht Bonus. Okay, ich glaube, das rechts ist, glaube ich, der richtige Weg. Und das hier ist Bonus, das wollte ich sagen. Das hier ist, glaube ich, Bonus, wo ich jetzt dann gleich hinkomme. Warum kriege ich das eigentlich nicht hin? Da kann ich mich so aufregen. Warum ist eigentlich das... Ah, nee, ich wollte nicht mehr rein. Geh wieder raus, Kirby. Warum kriege ich das nicht hin, diesen verdammten blöden Wurf da zu machen? Nahe einem Gegner oben rechts und B drücken. Oder halt jetzt dann gleich oben links bei dem Typen da. Warum schaffe ich das nicht? Verstehe das nicht. Ich mache es jetzt nochmal. Moment. Ah, okay, jetzt habe ich es. Okay, jetzt habe ich ihn gegriffen. So, und jetzt mache ich dann nochmal B. Oder nach links unten. Oder nach... Ich mache jetzt mal erstmal den Meisterwurf. Oder? Nee, war das jetzt der Meisterwurf? Nee, ich glaube nicht. Irgendwie, das ist nicht einfach, das auszuführen. Das muss ich noch ein bisschen mehr üben. Auf jeden Fall, ich sollte dann einfach nur B drücken, um den normalen Wurf zu machen. Das reicht ja auch erstmal, wenn ich den normalen Wurf da mache. Aber den Meisterwurf will ich natürlich auch nochmal irgendwann hinbekommen, ne? Ist klar. So, stopp mal. Und her mit dem letzten Roboblock. Aber der seltene Sticker fehlt noch. Und den will ich noch ganz gerne finden. Ist der hier noch irgendwo vielleicht? Ich meine, ich kann ja noch ein bisschen weiter schwimmen. Hier ist noch ein Stern auf jeden Fall. Wo komme ich denn jetzt hier eigentlich hin? Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich ganz woanders irgendwo. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ehrlich gesagt, ja, vielleicht ist er da drin sogar. Ja, tatsächlich. Okay, hier in der Kiste noch. Okay, cool. Haben wir noch alles gefunden hier in dem Level. Sehr schön, freut mich. Wunderbar. Und hier ist wieder ein neuer Gegner. Das will ich nochmal kurz an dem testen. An dem Typen da. So, warte kurz. Moment. So, zack und B. Bam. Okay, ich kann ihn auch in andere Gegner hineinkicken oder hineinwerfen. Der Armwurf. Okay, den Meisterwurf will ich aber auch nochmal testen. Also dann eben nach links unten drücken. Oder halt nach rechts unten, je nachdem eben wie ich schaue. Okay. Will ich dann auch mal testen, wenn ich das dann nochmal hinbekomme. Ich hoffe, ich bin jetzt hier rechts überhaupt... Was bist du für einer? Bist du neu? Glaub mal. Was krieg ich von dir? Okay, Spiegel wieder. Nur, ich wollte eigentlich das behalten. Na, egal, okay. Dann mal kurz die Spiegelfähigkeit, ist auch in Ordnung. Lass mich in Ruhe. Und da hinten ist schon das Ziel übrigens, genau. Wie komme ich eigentlich wieder zurück? Hier komme ich zurück, okay. Also, ich kann damit den Röhren ständig einfach zwischen Vorder- und Hintergrund hier wechseln in dem Level. Also, jetzt am Ende zumindest noch. Okay, alles klar. So, gut, dann können wir es auch schon beenden, denn wir haben alles... Na, hör auf zu nerven. Wir haben alles gefunden, deswegen passt alles. Gut. So. Und wieder einmal, wir kennen das Prozedere schon. Bonusspiel mit bitte natürlich einer 1 wieder. Yay, dürfte passen. Hui. Hi. So, noch ein bisschen Belohnungsgedöns. Voll geheilt wieder. Und was kriegen wir denn alles für Sticker? Wir kriegen erstmal den Knuckle-Joe aus Kirby's Superstar Ultra. Und 50 verschiedene Sticker haben wir schon gesammelt. Cool, okay, freut mich. Wie viel gibt es eigentlich insgesamt? Ich glaube schon einige, ne? Aber ja, mal schauen. Dann noch das Kanji Meer aus Kirby Planet Robobot. Dann den seltenen Sticker Kirby aus Kirby's Dreamland. Dann noch Meta Knight Ball. Okay, jetzt wieder. Okay, die können sich auch wiederholen. Das ist schon der zweite. Die können sich auch wiederholen. Das ist ja nervig. Okay. Das könnte dann noch ziemlich nervig werden. Vor allem, wenn es da irgendwie... keine Ahnung, 200 von den Stickern gibt oder so und ich habe dann schon 199 und die muss dann noch verzweifelt nach dem letzten suchen und krieg den dann nie. Ich kriege immer dann immer nur noch doppelt und dreifache. Das wäre natürlich ziemlich nervig. Ich hoffe mal, das wird nicht so schnell eintreten. Naja, gut, ich wollte sagen, Level 2 machen wir auch noch. Oder Level 2 meine ich. Ja, machen wir noch. Hi! So, mit der Spiegelfähigkeit erstmal am Anfang. Mit der kann ich ja, glaube ich, auch unter Wasser nichts Besonderes machen. Ich hätte vielleicht den Typen mir holen sollen, übrigens, aber ja, passt schon. Kann ich mit der unter Wasser was Besonderes machen? Nein, kann ich nicht, okay. Aber ich will ganz gerne mal irgendwann die Schwertfähigkeit haben. Und mit der Schwertfähigkeit kann ich ja unter Wasser etwas Besonderes machen, weil ich glaube nicht, das Schwert kann ich nämlich unter Wasser schon einsetzen. Ich glaube, das behalte ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, natürlich ja. Aber ich meine, das behalte ich. Das ist eben bei manchen Fähigkeiten schon so, dass man mit denen unter Wasser auch noch was anstellen kann. Bei den meisten eben nicht, aber bei manchen halt schon. Und ich glaube eben, das Schwert zählt zu diesen besonderen Fähigkeiten dazu, mit denen ich da schon noch was anstellen kann, meine ich zumindest. Aber sehen wir dann, wenn es soweit ist. Werden wir bestimmt noch die Chance zu bekommen. Okay. Kein Zurück... Was zum Teufel? Kein Zurück mehr. Ja, warum war jetzt der Schalter da? Keine Ahnung. Das wirkt jetzt etwas komisch auf mich. Aber erstmal wieder Roboter-Action. Okay. Yay. Und ja, hier ist ja ansonsten nichts mehr, glaube ich. Deswegen, wir gehen auch gleich weiter.
Vielleicht kriegen wir auch wieder eine neue Roboterfähigkeit sogar in dem Level hier. Wäre ganz cool. Kriegen wir nämlich, ja genau, weil das Rad ist nämlich neu, richtig. Oh, das sieht auch mega cool aus, einfach nur. Okay, die Legende lebt und rast wieder durch die Kurve. 3, 2, 1 und den Turbo gezündet. So, das sind die einzigen, yep. Turbolader, Turbosprung, Extrembeschleuniger und 3D-Saltosprung. Was zum Teufel? Okay, erstmal B, dann B und A. Mehrmals B drücken und oben, unten L oder R ist der 3D-Saltosprung. Okay, erstmal nur B. Ist das hier? Das ist ja mega cool. Ich kann einfach durch die Gegend fahren und einfach alles töten. Wie cool ist das denn? So, dann ist noch A. Kann ich einfach springen? Das ist es schon, oder? Genau, Turbosprung. Mehrmals B drücken ist der Extrembeschleuniger. Was zum... Holy shit, da driftet Kirby durch die Gegend. Und dadurch wird da überall Feuer. Ja, entsteht da überall ein Feuer. Wie cool ist das denn? Okay, und das andere ist einfach noch oben oder unten oder so. Oder L oder R. Mach hier sowas. Okay, und kann damit auch Gegner umbringen. Das ist, glaube ich, ziemlich cool, die Fähigkeit hier. Hier einfach schön durch die Gegend fahren. Hui, einfach durch die Gegend heizen und einfach alles und jeden umbringen. Das ist sehr, sehr chillig auf jeden Fall. Ja, das ist fast schon ein bisschen zu OP wieder. Was oben? Ach so, ah, okay, okay. Deswegen heißt es 3D-Saltosprung. Ich habe schon gewundert. Deswegen heißt es 3D-Saltosprung, weil ich damit die Ebenen wechseln kann. Okay, bin ich da unten tot? Ich denke mal schon, oder? Aber die Sprungkraft ist aber übrigens... Die Sprungkraft ist ein bisschen eingegrenzt. Also das ist ein Nachteil tatsächlich hier an dem Rad-Kirby oder an dem Radroboter, dass meine Sprungkraft da ein bisschen eingegrenzt ist. Also ich kann es eben auch mit L oder R oder mit unten sogar aufwechseln. Einfach unten oder oben oder L oder R. Sehr interessant. Okay, das ist ganz cool, dass man da eben auch die Ebenen wechseln kann. Okay, da werden sie bestimmt auch noch einiges anstellen, damit es dann wieder zurücklaufen muss auf einer Ebene oder so, oder zurückfahren muss auf einer Ebene, um dann da noch irgendwie was finden zu können. Halt einen Sticker oder einen Roboblock oder sowas. Aber erstmal fahren wir weiter und heizen hier weiter durch die Gegend. Da hinten ist jetzt nämlich schon einer, genau. Kann ich auch hier einfach... Okay, ich kann auch hier einfach so wechseln. Okay, das wird mir nicht immer angezeigt, wenn ich wechseln kann. Ich muss einfach manchmal selber nachdenken, ob ich das machen kann oder nicht. Also immer schön auch den Hintergrund im Blick behalten, ob ich denn wechseln kann oder nicht. Ja, okay. Ist auf jeden Fall eine coole Idee, finde ich. Gefällt mir. So, und weiter geht's wieder ein bisschen durch die Gegend heizen. Hui, das ist aber echt ziemlich cool. Da kann man einfach alles und jedem, wie gesagt, platt machen und keiner hat mehr ernsterweise eine Chance gegen mich. Ich meine, kann mir überhaupt irgendein Gegner Schaden machen, während ich hier so durch die Gegend brettere? Es kommt mir nicht so vor. War das jetzt ein Fehler, den zu aktivieren? Was hat er gemacht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Da hinten ist auf jeden Fall ein Bonus, wo ich ganz gerne hin... Beziehungsweise ist es ein Bonus überhaupt? Das ist doch eh der... Das ist ja doch der richtige Weg, oder? Achso, ich habe den... Ich hätte den Schalter nicht drücken dürfen, oder? Sehe ich das richtig? Ich hätte den Schalter nicht drücken dürfen, weil dadurch habe ich jetzt nämlich hier die Tür zugemacht. Und ich habe auch keine Möglichkeit mehr, das wieder zu resetten, oder? Ja, das ist natürlich extrem fies, weil ich meine, davor haben sie einem in den Level beigebracht, hey, Bretter einfach überall durch und dann machen die da so einen Schalter hin. Diese bösen, bösen Entwickler aber auch. Okay, ja, diesen, wahrscheinlich der zweite Roblox muss ich dann halt leider wieder nachholen. Aber dafür, ich meine, in Welt 2, glaube ich, habe ich doch alles immer auf Anhieb gefunden, oder? Ich glaube schon. Das ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Wenn ich jetzt mal hier wieder was verpasse, dann ist es schon ganz okay, würde ich sagen. Ja, das passt schon. Ja, ein bisschen ärgerlich jetzt natürlich, ja. Aber trotzdem, da ist schon in Ordnung. Okay, hui, wieder wechseln. Und hui, wieder wechseln. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall hier. Einfach schön, wie gesagt, überall durchbrettern. Das macht echt Spaß, finde ich. Ja, hier kann ich jetzt nicht wechseln. Nee, hier kann ich nicht wechseln. Aber hier kann ich wechseln. Wenn ich will, muss ich das machen? Das war jetzt ein Fehler. Ja, okay, ich sollte versuchen, dass ich da oben bleibe, weil ich da oben nämlich ein paar Sterne bekommen kann und andere Sachen noch bestimmt. Also deswegen immer oben bleiben versuchen. Okay, werde ich hoffentlich schaffen. So, dann wechseln wieder. Okay, das war knapp. Hui, und da ist der letzte Roboblock. Okay, kann man auch schwierig bekommen, weil haben wir auch nur eine Chance. Offenbar, man muss diesen Sprung wirklich richtig machen. Da komme ich ja nochmal zurück. Okay, man kommt auch nochmal zurück. Also man hat doch mehrere Chancen. Man muss auf jeden Fall da einen weiten Sprung machen, um eben den zu bekommen. Wir können auch auf dem Touchscreen sehen, das war der dritte tatsächlich. Ja, deswegen... Zweiten haben wir verpasst. Den seltenen Sticker haben wir ja gefunden hier. Aber den zweiten haben wir... Oder haben wir den seltenen Sticker gefunden? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Haben wir den überhaupt gefunden? Ich weiß gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Ich meine aber schon... Oder? Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall... Also, okay, ich muss da halten. In dem Bereich. Ja, okay. Auf jeden Fall den zweiten werde ich eben nachholen. Und ich kann dann nochmal gucken, ob wir denn den seltenen Sticker auch vergessen haben. Wenn ja, werde ich euch den dann auch noch zeigen irgendwo. So. Und das ist das Ziel. Okay. Und wie komme ich eigentlich wieder raus? Ja, okay, ich muss gar nicht raus. Kann ich auch so verlassen. Habe ich jetzt... Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir den seltenen Sticker hier gefunden haben. Es kann sogar sein, dass wir den nicht gefunden haben. Ja gut, ich meine, das sehen wir jetzt dann gleich am Ende. Bei der Abrechnung, ob wir den gefunden haben oder nicht. Moment. Yay, sehr schön.
Hi. Dum, bum. Okay. Was haben wir ihn gefunden? Es kann wirklich sein, dass wir ihn gar nicht mal gefunden haben. Wir hängen erstmal Waddledee-Ball aus Kirby Power Malpinsel. Dann noch Comic Waddledee Assistent aus Kirby Planet Robobots. Okay. Dann noch das Kanji Erde aus Kirby Planet Robobots. Und das war's. Okay. Ja, also so gut auch Welt 2 gelaufen ist, Welt 3, ich meine Welt 3, 1 haben wir geschafft, alles, ja, aber hier in Level 3, 2, da verpasse ich einfach mal zwei Dinge gleich. Ich meine, wo der zweite Roblock ist, weiß ich, aber beim Sticker habe ich gerade, beim Seltener habe ich gerade noch keine Ahnung, wo der sein soll überhaupt. Ja gut, dann muss ich euch das reinschneiden, also den zweiten Roblock werde ich euch kurz reinschneiden, vor allem was man bei dem Bonus noch machen muss. Vielleicht muss man da noch ein Rätsel lösen oder sowas, keine Ahnung. Und auch wo der Sticker ist, schaue ich mir auch mal ein bisschen genauer um und das werden wir jetzt dann gleich beides sehen, also dann eben, bis gleich. So, jetzt hier den Schalter nicht drücken, was übrigens gar nicht mal so einfach wird, glaube ich. Also drüber da, hui, okay. So, und jetzt ist. Oder nee, das Tor ist immer noch zu. Hä? Ich dachte, hätte ich das gerade eben auch noch kriegen können, weil ich weiß gar nicht genau, was der Schalter jetzt überhaupt macht. Ach, der öffnet es einfach nur kurz. Ach so, okay. Warte mal, hätte man den auch nochmal aktivieren können? Oder wie? Oder wäre der nur einmal aktiv gewesen? Ich glaube, da war ich jetzt wieder ein bisschen sehr blöd. Ich glaube, den hätte ich sogar noch bekommen können, den Roblock. Weil ich muss ja eh in das Level nochmal rein, weil ich auch den Sticker verpasst habe. Ja, auf jeden Fall. Wir schauen erstmal, was wir jetzt hier machen müssen. Ich glaube, im Rennen müssen wir jetzt hier fahren. Okay, los geht's. Weil die Bombenblöcke zerstören das dann nämlich, ja. Oh, das ist super cool. Das ist richtig cool. Hui, und da ist er auch schon. Okay. Gut, alle gefunden. Ich will jetzt mal ganz, ganz kurz gucken, ob ich das sogar wirklich nochmal hätte aktiviert. Ah, nee, kann ich nicht mehr, weil ich jetzt weitergeworfen werde, oder? Ja, okay, dann kann ich es auch nicht mehr gucken. Ja, vielleicht hätte ich auch das gerade eben doch nochmal aktivieren können, keine Ahnung. Auf jeden Fall, nach dem seltenen Sticker muss ich noch weiter suchen. Ich habe den bisher noch nicht gefunden und mal schauen, ob ich ihn noch finden werde. So, wir kriegen übrigens erstmal nochmal ein paar weitere neue Sticker, die ich euch auch nicht zeigen will, weil ich habe jetzt beim ersten Mal abschließen nochmal, wo ich jetzt den zweiten, ich werde es mal nicht vorlesen, wo ich noch den zweiten Roblox jetzt nachgeholt habe, habe ich den seltenen Sticker immer noch nicht finden können. Und deswegen muss ich jetzt gleich nochmal in das Level reingehen und ihn dann nochmal suchen, weil finden will ich den schon. Aber der ist offenbar gar nicht mal so einfach versteckt. Ja, ich muss nochmal reingehen zum dritten Mal. Und vielleicht werde ich ihn ja jetzt finden. Ich bin schon gespannt. Ja, nice. Erster Tod. Ja, ich dachte, da unten wäre vielleicht was. Was weiß denn ich? Mann, ey, es gibt, ich finde den nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, ich muss noch weiter gucken. Ah, hier hinten. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich ihn gefunden. Ganz am Ende ist er. Und zwar, da darf man nicht im Vordergrund sein, sondern ganz am Ende muss man in den Hintergrund gehen. Und dann ist er ganz hier hinten. Okay, und da habe ich jetzt gefunden. Okay. Gut, dann sehen wir. Ja, ne, wir sehen uns nicht am Ende des Levels wieder, sondern. Ja, so schon. Ja, aber das mache ich noch gemeinsam mit euch, weil hier ist eh schon das Ende jetzt dann gleich. Genau. Hier mal kurz jetzt das Aufladen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Puh. Das war jetzt tatsächlich gar nicht mal so einfach, den zu finden. Finde ich. Aber. Ich hab's dann noch hinbekommen, beim dritten Mal habe ich ihn dann doch entdeckt und den zweiten Roblock haben wir auch noch mitgenommen, deswegen jetzt haben wir alles auch gefunden. Den ersten Tod habe ich ja auch gerade erlebt, wie ihr sehen konntet, weil ich glaube, ich bin ja noch kein einziges Mal gestorben in dem Spiel, ne? Ich meine nicht. Gerade eben war das erste Mal, ich dachte, vielleicht ist er da unten in der Schlucht, aber nee. Da war nur der Tod, aber ne, bin ich halt jetzt auch mal gestorben, musste ja auch mal langsam an der Zeit werden hier in Welt 3. Okay. Gut. Dann nochmal schauen wir uns die Sticker an, die wir jetzt hier bekommen haben. Natürlich ganz, ganz wichtig, auch den seltenen allen voran, aber auch die anderen, die wir bekommen haben. Hi! Oh, so süß. Okay. So, wir kriegen noch einmal das Kanji Erde, das haben wir schon bekommen, ja. Dann die zwei, die ist neu aus Kirby Planet Robot hier. Dann den seltenen Sticker. Grill oder Grill aus Kirby's Star Stacker. Habe ich auch noch nie gehört. Und dann noch das Kanji mehr. Haben wir auch schon irgendwie ganz viele Kanji-Zeichen kriegen wir. Na gut. Und das war es aber dann wirklich hier mit dem zweiten Level. Heieiei. Gut, Leute. Dann würde ich also sagen, was ist auch erstmal für diesen Part von Let's Play Kirby Planet Robobot. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird in Welt 3, genau. Hier mit dem dritten Level noch und vielleicht auch mit dem vierten. Je nachdem, wie viel Zeit wir dann haben werden. Und hoffentlich werde ich da wieder etwas erfolgreicher sein, was die Suche nach den Roboblocks und nach den seltenen Sticker angeht, als hier in Level 2 von Welt 3. Ach ja. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.